Back from the dead. Samstag, der 12. Mai 2018 und willkommen zum Fortnite Daily Shop. Und ich bin gespannt, was heute drin ist. Die Feature-Items bleiben ja noch ein wenig. Ihr seht einen der Skins hier vorne, den ich mir gestern schon gegönnt habe. Aber wir jumpen mal direkt rein. Fangen wir bei den Feature-Items an. Da haben wir zum einen Diecast, den hatten wir ja gestern schon. Und ja, Chromium am Start. Die beiden plus Solid Strider und Persuader. Das ist das komplette Set, was man hier holen kann. 1200 jeweils für weibliche und männliche Versionen der Skins. Also letzter Tag heute für euch und letzte Möglichkeit für euch, die Skins zu holen. Passend dazu natürlich den Gleiter und der liegt bei 500 V-Bucks. Ein bisschen Standardgehalt, muss man sagen, passt natürlich aber zum Skin. Und ja, eine kleine Enttäuschung bei dem Harvesting-Tool, muss ich ganz ehrlich sagen, 800 V-Bucks kostet der. Leider keine Animation drin. Ich hoffe, dass da noch eine Animation eventuell mal nachgepatcht wird oder so. Das macht ja Epic zwischendurch mal. Könnte gut sein, dass da nochmal was kommt. Solltet ihr auf jeden Fall machen, Epic. Also hier Grüße gehen raus an Epic. Vielleicht mal eine Animation reinhauen, irgendeine kleine, irgendwas. Ja, dann haben wir Brightgunner am Start, der mit dem wunderbaren Rucksack kommt, den viele haben wollen, die den Bright Bomber haben, also die weibliche Version davon. Also wenn ihr den Rucksack haben möchtet, müsst ihr leider den Skin hier kaufen und der liegt bei 1500 V-Bucks, also auch nicht bei 2000 wie sonst immer. Die Legendary Skins ist ein Epic Skin, also 1500 V-Bucks. Und die weibliche Version haben wir, wie ihr seht, ohne Rucksack für 1200, deswegen auch ein bisschen günstiger, also 300 Aufschlag für den Rucksack. Schade, dass man den nicht einzeln kaufen kann. Ich glaube, viele würden den einzeln gerne kaufen für den Skin hier. Passend dazu noch Rainbow Smash am Start für 1500. Bin ich echt am Überlegen zu holen jetzt. Ha, weiß ich nicht. Wird dann schon ganz gut passen, ne? Irgendwie mit dem Glitter hinten dran und so. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal schauen. Und ja, somit könnt ihr das Set auf jeden Fall komplett machen. Dann haben wir bei den Daily Items Fresh am Start. Ja, der No-Skin Dance, wie wir ihn immer so schön nennen. Und der liegt bei 800 V-Bucks. Den habe ich ganz am Anfang gekauft, als er rauskam. Ich glaube, Season 1 oder so, ne? War einer der ersten. Richtig geil auf jeden Fall. 800 V-Bucks. Die Dragon Axe ist am Start. Die gehört ja zum chinesischen Neujahrs-Skin-Set sozusagen. Und ja, wer da nochmal zuschlagen will und sich eine coole Axt gönnen will, 800 V-Bucks. Devastator für 800 V-Bucks ist am Start. Ja, weiß auch nicht. Erinnert mich ein bisschen an Mirror's Edge, wer das Spiel kennt. Vom Outfit her so ein bisschen. Aber ja, für 800 V-Bucks. Brawler, Militär gehalten, für 1200 V-Bucks. Sieht nicht schlecht aus, Brawler, muss ich sagen. Mit diesem dunkelblau und so, mit der Mütze auf. Hier Doc-Tag. Wackelt das eigentlich, das Doc-Tag? Ne, wackelt nicht. Ich dachte eigentlich, das wackelt. Sah so aus vorhin. Ne, wackelt nicht, okay. Hier bei der die Schleife da wackelt. Naja, auf jeden Fall 1200 V-Bucks für den Skin hier. Auch nicht so besonders. Prismatic ist am Start und das fand ich ziemlich cool damals wegen diesem. Ihr seht schon den Effekt. Muss man aber drauf stehen. 800 V-Bucks, wie gesagt, ist ein Farbverhalten, worauf man stehen muss. Also, wie gesagt, 800 V-Bucks für Prismatic. Und das letzte ist Gunshow. Passt vielleicht hier zu den Stahldingern. Ja, dann sagt sie noch hier. Schaut hin, meine Guns. Zack. 200 V-Bucks nur für Gunshow. Jetzt vielleicht auch ganz interessant, wo man, wie gesagt, alle Emotes mitnehmen kann. Da passt das immer ganz gut, dass man alle dabei hat. Dann kann man für jede Situation immer irgendwie was wählen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch gegönnt habt. Wie gesagt, ein Tag für die ganzen Iron-Skins, die drin sind. Also für die ganzen Metall-Skins. Plus jetzt nochmal die Regenbogensachen reingekommen. Überraschenderweise haben wir nochmal sozusagen die Feature-Items verdoppelt. Das komplette Regenbogen-Set ist am Start. Auch nur ein Tag drin. Also letzter Tag heute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas davon gegönnt habt. Und wenn ihr das Video cool fandet, lasst ein Like da. Wenn nicht, lasst ein Dislike da und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Bis dann. Ciao, ciao.